Hoch ragen sie in den Himmel, die Türme des Halberstädter Domes und gleich daneben das Museum der Stadt und das berühmte Heineanum. Das Städtische Museum beherbergt eine umfangreiche Sammlung und eine daraus liebevoll gestaltete Ausstellung, die nach modernen museumspädagogischen Gesichtspunkten einen wirklich langen Zeitraum regionaler Entwicklung präsentiert. Auf so eine Geschichte kann nicht jede Stadt zurückblicken. Halberstadt war gewissermaßen die erste Hauptstadt dieses Bereiches, den man heute Sachsen-Anhalt nennt. Das älteste Exponat, was wir haben, das ist, stehen Sie draußen im Garten, das ist 250 Millionen Jahre alt. Und die jüngsten Dinge, die wir versuchen immer zeitnah die Dinge auch zu sammeln, weil sie da am einfachsten zu bekommen sind. Das ist also ganz absolut jetzige Zeitgeschichte, die wir dann in die Sammlung nehmen. Und davon kann man sich leicht selber überzeugen, denn man findet wertvolle Schnitzereien aus dem Hochmittelalter, gleich neben der Darstellung seltener Handwerke, und immer wieder sind es militärische Auseinandersetzungen, die wesentlichen Einfluss auf die Stadt und ihre Einwohner hatten. Großer Raum wird der Zerstörung der Stadt am 7. April 1945 eingeräumt, Erinnerung und Mahnung zugleich. In die Zeit der Dinosaurier wird man im Naturkundemuseum entführt. Diese Knochen wurden in der Region gefunden und akribisch zu einem Ganzen ergänzt. Grundlage des Naturkundemuseums und in ihrer Art in Europa einzigartig ist die Vogelsammlung von Vater und Sohn Ferdinand Heine, die zwischen 1830 und 1920 eine beispielgebende Sammlung an Vögeln angelegt hatten. Daher auch der Name Heineanum. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Sammlung große Bekanntheit. In den Schauvitrinen die seltensten und zum Teil leider auch schon ausgestorbenen Exemplare, die in der hauseigenen Präparatorenwerkstatt mit Sachverstand hergestellt und gepflegt werden. Also es ist praktisch, der Kern wird ja rausgenommen, alles was Fleisch ist. Und im Prinzip ist es nur noch eine Haut mit Federn, die erhalten wird, mit entsprechenden Knochenteilen eben noch. Schädel zum Beispiel. Das ist ein Standpräparat eines Rotmilans. Dieser Art wird hier im Heineanum große Aufmerksamkeit gewidmet, denn vom Land Sachsen-Anhalt finanziert ist hier das Rotmilan-Zentrum untergebracht. Der Rotmilan ist ein ganz besonderer Greifvogel. In Sachsen-Anhalt haben wir eine ganz besondere Verantwortung für den Greifvogel. Und zwar kommen hier 8% des Weltbestandes vor. In Deutschland kommen ungefähr die Hälfte aller Rotmilane vor. Und in Sachsen-Anhalt sind es immerhin 8%. Das ist ja ein ganz beachtlicher Teil, wenn man bedenkt, dass Sachsen-Anhalt nur die 1% der Fläche auf dem Verbreitungsgebiet des Rotmilans einnimmt. Also wir haben ja eine ganz besondere Verantwortung für den Rotmilan. Eigentlich ist das Hauptproblem, dass der Rotmilan zu wenig Nahrung findet. Aus diesem Grund muss man genau dort ansetzen und dem Rotmilan mehr Nahrung zur Verfügung stellen. Und das bedeutet einfach mehr naturbelassene Flächen zwischen den Monokulturen der Landwirtschaft. In den Museumsräumen wird die breite Welt der Schöpfung gezeigt, in ihrer Vielfalt an Formen und Farben. In der Sammlung des Heineaums wird wissenschaftlich gearbeitet, denn die Fachleute können hier 100 Jahre alte Präparate mit der Gegenwart vergleichen. Das zum Beispiel waren Gimpel, auffällig das rote Brustgefieder, das nur die Männchen tragen, und es gibt ausgesprochen seltene Exemplare. Also Sie würden zustimmen, dass es das Männchen ist, ja? So sieht's aus. Und jetzt? Müsste es ein Weibchen sein. Woran liegt das denn? Das ist was ganz Seltenes, oder was man nicht so häufig sieht, sage ich mal. Das ist Hermaphroditismus, also Zwitter. Das ist halb Männchen, halb Weibchen. Warum das schon genau in der Mitte so ist, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Aber dieses Tier ist von 1853. Und wenn wir schon dabei sind, dass wir uns mit Vögeln beschäftigen, dann ist ein Besuch der Sonderausstellung MOFO, moderne Vogelbilder, ein lohnender Abschluss.
Zum 8. Male hatte das Heine Jaum Künstler zum Wettbewerb um den Silbernen Uhu aufgerufen. Die eingereichten Arbeiten reichen von moderner Interpretation bis hin zur fotorealistischen Darstellung von Vögeln in ihrer natürlichen Umgebung. Also bewerben kann sich bei uns jeder Vogelmaler. Dann werden die Bilder ausgewählt, die werden zugelassen zur Ausstellung. Und dann innerhalb der Ausstellung gibt es zwei Wettbewerbe. Das eine ist der Silberne Uhu, Preis für deutsche Vogelmaler. Das andere ist der Publikumspreis. Dieser Silberne Uhu wird durch eine Jury ermittelt. Das ist eine siebenköpfige Jury, bestehend aus Biologen, Ornithologen und Kunstwissenschaftlern. Und der Publikumspreis kann hier gewählt werden, direkt durch die Besucher. Der wird am Ende der Ausstellung dann ausgelobter Preis. Die Präzision, die die Künstler mit Farbe, Pinsel und Feder erreichen, lässt den Betrachter staunen. Und so wird dein Besuch in den Museen der Stadt Halberstadt zu einem in mehrfacher Hinsicht lohnenden Erlebnis.